Herzlich willkommen bei Jagdvergnügen. Heute wollen wir euch die Nachsuche-Hose extrem vom Pfanner vorstellen. Viel Spaß bei dem Video. Zunächst ist einmal zu sagen, dass das hier die Mutter aller Nachsuche-Hosen ist. Sozusagen Pfanner, die Marke kennt jeder. Nachsuche-Hose ist jedem ein geläufiger Begriff. Jetzt wollen wir mal ein bisschen darauf eingehen, wie diese Hose aufgebaut ist. Sie hat vorne vorweg einmal diesen Gladiator-Oberstoff, da kommen keine Dornen durch, also da braucht man wirklich gar keine Angst haben. Ich habe die jetzt schon noch ein paar Drückgärten geführt. Kam nie was durch, auch Feuchtigkeit, Wasser, gar nichts. Man kann sich da somit in eine Pfütze knien, man kann da durchrobben, man kann durch Matsch robben, gar kein Problem, wirklich. Sie ist vielleicht ein bisschen schwer klobig, am Anfang ein bisschen steif, das legt sich aber noch, je länger man sie trägt. An sich ist noch zu sagen, mit dem Schwitzen da in dieser dicken Hose, das hat Pfanner sehr gut gelöst. Also ich habe bis jetzt noch gar nicht darin geschwitzt und wir hatten jetzt nicht so einen kalten Winter. Obwohl ich auch viel gelaufen bin damit, das war alles noch sehr in Ordnung. Ich ziehe diese Hose auch schon auf dem Weg zu der Drückjagd an, so 3 Stunden Fahrt mit dieser Hose ist gar kein Problem. Man hat nämlich an der Rückseite, hat man nicht diesen reißfesten Stoff. Also nicht diesen Stichschutz. Das heißt, man sitzt nicht auf so einer dicken Schicht drauf. Dann schwitzt man auch nicht so. Und trotz alledem geht der Stichschutz aber bis hier vorne hin. Das kann man auch fühlen. Der geht hier unten komplett her und halt vorne. Was mir an diesem Stoff hier besonders gefällt, ist, dass man wirklich nicht hängen bleibt. Man kann so durch die Dornen, die bleiben nicht mal hängen, gar nichts. Sonst hat man das ja wohl mal, so wie hier, dann können die wohl mal ein bisschen kratzen an den Stoff. Aber hier, da gleitest du durch sozusagen. Ja, besonders geil sind dann die Taschen, wasserdicht sowieso. Da kann vielleicht mal sein, dass ein bisschen Schwitzwasser drin ist. Vielleicht an den Handy oder wenn man das vielleicht in der Tasche hat, dass da so ein bisschen Feuchtigkeit nachher dran ist. Zudem haben wir hier noch zwei, also jeweils in jeder Tasche, haben wir einen, so einen Karabiner. Sachen, die da von rausfallen, also damit kann man die Sachen vom Rausfallen schützen. Dann habe ich noch hier meine beiden Taschen, auch wasserdicht, sehr geräumig. Ich habe mein Handy zum Beispiel mal hier drin dann, weil hier könnte das mit dem Karabiner vielleicht verkratzen, man weiß es nicht. Ja, was ist noch zu sagen? Die Hose ist sehr hoch geschnitten, die gefällt mir ganz gut. Wir haben für Hosenträger, Riemen. Den habe ich jetzt nicht, aber den werde ich mir wahrscheinlich noch anschaffen. Und das Beste ist, die Gamaschen, die ich mir an die Füße, an die Schuhe machen kann. Das heißt, hier kommt wirklich gar nichts mehr durch. Ich bin da schon in der Pfütze getreten, kurz, so tief, kam nichts durch in dem Moment. Also an sich ziemlich geil das Teil. So, jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Also, diese Hose ist teuer. Die kriegt man im Internet für knapp 300 Euro. Man muss sich aber auch im Klaren sein, dass wenn man als Hundeführer auf der Drückjagd unterwegs ist, dass das auch sehr gefährlich sein kann. Wie wir alle wissen, Keiler, angeschossene Keiler, Sauen generell sind sehr gefährlich. Ich finde auf jeden Fall 300 Euro für sicheren Rundumschutz sozusagen nicht zu teuer. Dann muss aber auch jeder selber für sich wissen, ob er das, wie oft er unterwegs ist, was man so für so ein Risiko hat, muss halt wirklich jeder selber wissen. Also für mich ist diese Hose top. Ich würde mir sie jederzeit wieder kaufen. Pfanner hat da eine super Hose, wirklich. Die Hose kostet knapp 300 Euro. Sie ist dafür aber auch wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ich habe mir diese Hose in der Größe M gekauft. Die gibt es einmal in kurz und einmal in lang, aber ich habe mir die einfach in M gekauft. Sie passt mir sehr, sehr gut. Ich bin ca. 1,80 groß und 76 Kilo schwer. Also so zum Vergleich, dass also die, was sie da angeben an den Maßen, das passt auch. Das passt sehr gut sogar.